Hi und willkommen bei Gamercorn. Ich bin Philipp und heute habe ich euch mal wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar haben wir hier heute eine Büchse bzw. eine Präzisionsbüchse aus dem Hause Hova. Es ist die Hova 1500 Hunter Barmeter im Kaliber 223. Gucken wir es uns an, ich wünsche euch viel Spaß. So, na dann, bevor wir loslegen, wir schauen nach der Sicherheit. Wir machen den Verschluss auf. Nehmen das Magazin raus. Das passt soweit. Wunderbar. Dann können wir loslegen. Ja, so, also wie erwähnt zu Anfangs, wir haben hier die Hova 1500 Hunter Barmeter im Kaliber 223. Wie man auch schwer erkennen kann, die Waffe hier hat ein anderes Gehäuse, ein anderes Chassis. Das ist ein MDT-Chassis, aber darauf werden wir nachher noch eingehen. Ja, unsere Hova hier hat einen kalkgehämmerten, freischwingenden Bullbarrel-Matchlauf mit einer 20 Zoll Lauflänge und das bei einem 12 Zoll Drall. Das System und der Lauf unserer Hova sind brüniert. Ja. Es besteht aus einem speziellen Kohlenstoffstahl mit flachem Boden und integrierter Rückstoßplatte. Ja, dann, wir sehen hier, wir haben hier unseren Verschluss. Dieser ist aus einem Stück gefertigt, ja, mit dem M16 Auswerfer versehen. Für höchste Zuverlässigkeit und maximale Sicherheit. Des Weiteren haben wir hier noch den gebogenen Kammerstängel. Ich habe jetzt hier noch einen Übergriff dran. Ja, ist einfach ein bisschen besser, einfacher zum Repetieren als so eine kleine Kugel. Holen wir ihn gerade mal raus, dass ihr den seht. So sieht die ganze Geschichte dann aus. Genau. Ja, setzen wir ihn wieder ein. So, wunderbar. Des Weiteren hat unsere Hova vorne am Lauf noch eine Matchsenkung. Die sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil die Mündungsbremse ist drauf. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt es euch denken. Unsere Waffe verfügt über eine Dreistellungssicherung mit Kammervorriegelung und somit können wir die Waffe laden und entladen im gesicherten Zustand. Na, ich zeige euch das jetzt gerade mal. Ja, ganz vorne, hier ist die Sicherung. Ganz vorne, also wenn ihr die Sicherung ganz vorne habt, und klar, ihr macht den Verschluss jetzt runter. Somit könntet ihr jetzt schießen, ja. Also es ist alles auf Feuer. Jetzt, wenn ihr jetzt hier die Sicherung nach hinten macht, ihr hört es, sie raschelt auch ein, ja, dann könnt ihr den Abzug nicht betätigen. Dieser ist jetzt praktisch gesichert, ja. Aber ihr könnt den Verschluss noch öffnen, ja. Das wäre jetzt das hier praktisch. Zack, ihr könnt die Waffe jetzt zum Beispiel entladen, ja. Genau. Und das andere ist die Kammerverriegelung. Ihr geht einfach nochmal einen Schritt weiter nach hinten bei der Sicherung. So, und jetzt ist die Kammer auch verriegelt. Also der Verschluss bleibt zu und bleibt vorne. Und der Abzug geht natürlich auch nicht. Ja, genau. Vom Abzug her haben wir einen trockenstehenden, einstellbaren Direktabzug bzw. den Flintenabzug. Ja, und der passt eigentlich ganz gut für eine Waffe direkt vom Hersteller. Und ja, ich denke, der, wo da noch ein bisschen mehr haben will, der kann sich da entweder bei seinem Büchsenmacher helfen oder eben einen anderen Abzug verbauen oder verbauen lassen. So, dann würde ich sagen, ich erzähle euch mal ein bisschen was zu dem Gehäuse, in dem die Hova steckt. Ja, wir haben hier von MDT das ESS-Chassis in FDE gehalten. Finde ich ganz gut, passt ganz gut, besonders mit den Schwarzakzenten macht es doch echt einiges her. Ja. Und das Gehäuse besteht komplett aus Aluminium. Die Teile sind eigentlich alle aus einem Stück gefräst, aus dem vollen. Und es ist einfach sehr wertig. Ja. Also man merkt es schon, wenn man es in die Hand nimmt, es hat ein ordentliches Gewicht. Es ist alles gradfrei. Hier ist alles echt perfekt gearbeitet. Auch von dieser Beschichtung hier in diesem FDE. Also da gibt es nichts. Ja, wir haben hier einen 15 Zoll Vorderschaft. Dieser ist jetzt hier ganz leer. Ich könnte hier jetzt auch noch eine Pikantine zum Beispiel anbringen, weil ich habe hier ja überall, wie man sieht, schön die M-Block-Schnittstellen. Das wäre jetzt hier zum Beispiel der andere Vorderschaft. Ja, ist jetzt in 12 Zoll anstatt in 15 Zoll und hat hier vorne eine Pikantine-Rail. Ja, man muss halt nur gucken, je nachdem wie hoch auch die Montage ist von der Optik,
ob man sich da mit der Picatinny Rail dann nicht im Weg ist und eventuell das Visierbild natürlich beeinträchtigt wird dadurch. Genau. Ja, sonst, unser Vorderschaft hat hier jetzt eine Aufnahme für einen Zweibein. Dann, wie gesagt, rundum komplett mit M-Lock ausgestattet. Und hier vorne kann ich auch Nikodem-Mount anbringen für eine Sling. Ja, einfach reinstecken. Hat das natürlich auch rechts und links. So, unser Gehäuse besteht aber nicht nur aus dem Vorderschaft, sondern wir haben auch ein Mittelteil. Ja, das hier ist auch komplett aus einem Stück. Ja, hat hier einen integrierten Vordergriff. Das macht das ESS-Chassis so besonders. Ich drehe es gerade mal, dass ihr seht, so hier habt ihr den Vordergriff. Das ist echt nicht schlecht. Also ich kann so die Waffe echt gut in die Hand nehmen und fühlt sich super an. Da drückt nichts. Ja, das passt alles so wie es soll. Dann haben wir ebenfalls von MBT hier den Hoke Pistolengriff. Ja, der ist auch im Schwarz gehalten, passt ganz gut, besteht aus Gummi, ist sehr, sehr gut zum Umfassen. Ja, auch von der Ergonomie hier, von den Einsparungen für die Finger, das passt echt sehr gut und ist auch ein bisschen mit Textur rechts und links an der Seite, fasst sich echt gut an. Also da gibt es nichts. Ja. Finde ich sehr angenehm. Dann haben wir natürlich unser Magazin hier, aber wir haben nicht nur eins. Wir haben noch ein zweites, einmal in FDE und einmal in Schwarz. Ja, sind Kunststoffmagazine, auch von MDT, ja, fast ein 10 Schuss und ja, sind halt Magazine, tun was sie sollen, Munition aufnehmen. So, und dann würde ich sagen, ich sage euch noch ein bisschen was zum Hinterteil vom Gehäuse. Und zwar haben wir hier von MDT den skelettierten Hinterschaft. Ja. Dieser hier ist fest verbaut, da könnt ihr nichts machen. Ja. Also nicht umklappen oder sonst irgendwas. Das ist hier so. Ja, er ist wie der Rest vom Gehäuse natürlich in FDE gehalten und er hat ein paar Besonderheiten. Ihr könnt hier zum Beispiel die Wangenauflage nach oben und unten verstellen und genauso hinten die Schulterstütze könnt ihr euch einstellen, wie es ihr braucht. Ja, weiter rausfahren, weiter reinfahren, auch eure Bedürfnisse einfach anpassen und hinten natürlich die Gummiauflage könnt ihr selber auch nochmal nach oben und unten verstellen und ist somit einfach eine gute Sache, würde ich sagen. Ja, hier unten habt ihr noch die Möglichkeit, wie ich jetzt, eine Picatinny Rail anzubringen für ein Einbein oder ein Dorn. Da müsst ihr nicht jedes Mal einen Schießsack mitschleppen und ja, kann man nutzen, muss man nicht nutzen. So, ja. Dann gehen wir vom Gehäuse zu den Anbauten, würde ich sagen. Wir haben hier auf unserer Hova, ja, von Recknagel eine Picatinny-Schiene ohne Vorneigung. Darauf haben wir eine verlängerte Blockmontage von Eratec mit 34 mm Durchmesser von der Aufnahme für unser Zielfernrohr. Darin sitzt unser Vortex Strike Eagle 5-25x56 mit Enred Absehen. Und ja, wir haben hier von Eratec noch eine Libelle und eine kleine Picatinny-Schiene. Darauf sitzt unser Red Dot, das ist von UTG. Kennen die ein oder anderen von euch vielleicht aus einem anderen Video von mir. Genau, wie gesagt, ich habe eigentlich gerade mein Visier genommen mit der Blockmontage und hier drauf gemacht. Ja, und habe das andere von der Ruger mit der anderen Ruger getauscht, weil das hier hat auf dem Gewehr für mich jetzt letztendlich doch echt mehr Sinn gemacht. Wie ganz am Anfang erwähnt, haben wir hier vorne eine Mündungsbremse. Ja, die ist von PGW, die Typ 9. Sie hatten ein 1,5x28er Gewinde und passt, denke ich, auf die Waffe so ganz gut drauf. So, wenn wir schon vorne sind, machen wir doch auch gleich vorne weiter. Wir haben hier von UTG das Recon 360. Ja, ist ein kleines Zweibein, aber reicht hier vollkommen aus. Ja, es ist in Schwarz gehalten, natürlich guter Kontrast. Ja, ich kann das verschieden einstellen und zwar kann ich einmal hier meine Beine einstellen vom Zweibein. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel so schießen oder wie gerade eben waagrecht natürlich, senkrecht natürlich, ja. Waagrecht kann ich die auch stellen und arretieren, natürlich perfekt zum Transport. Ja. Also gerade so und dann ist die ganze Sache perfekt so zum Transport. Genau. Ja, dann kann ich nicht nur meine Beine in verschiedenen Positionen arretieren. Ich kann auch das Zweibein in der Höhe natürlich verstellen. Ja,
drück hier vorne drauf und dann muss ich, geht ein bisschen schwer. Also allgemein das Zweibein ist eher ein bisschen schwergängiger. Tut dem Ganzen aber nichts, weil ich finde es lieber so, geht es ein bisschen schwerer, hat ein bisschen weniger Spiel, auch allgemein hier beim Wackeln, ja, weil ein wackeliges Zweibein brauche ich nicht unbedingt. Genau, ja, wie gesagt, ich kann die Füße in verschiedenen Stellungen arretieren. Ich kann hier natürlich die Höhe verändern, so wie ich es brauche. Aber ich kann hier auch noch durch diesen Hebel hier den Winkel verändern. Praktisch die Neigung nach rechts und links. Ja, wenn ich das jetzt hier öffne, kann ich praktisch das Gewehr nach links neigen oder nach rechts neigen. Genau, ist gut, nice to have. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber weil ich es ja eher gern habe, dass es starr ist, dass es fest ist. Aber ja, genau, den einen oder anderen wird es vielleicht freuen. So, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich so gut wie durch. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Wir haben hier zum Beispiel auf unserer Picatinny Rail noch eine kleine Aufnahme für eine Sling. Ja, hier können wir uns eine Sling befestigen, aber das Ding hat noch einen anderen Vorteil, denn wir haben hier eine kleine Schraube und wir sehen, wir haben die hier vorne an unserer Mündungsbremse auch. Hier können wir uns super unser Flimmerband befestigen. Ne? Ist nur von Vorteil für uns beim Schießen. So, aber bevor hier komplett vorbei ist, habe ich noch was Kleines für euch. Ja, so ein bisschen anteasern fürs nächste Video. Ja, ich stell das jetzt einfach mal hier hin. Und dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, jetzt sind wir wirklich komplett durch für heute. Ich hoffe, ich konnte euch die Waffe ein bisschen näher bringen, beziehungsweise das System der HOVA 1500 Hunter Warmeter im Kaliber 223 und natürlich auch ein bisschen was zu dem MDT ESS Gehäuse sagen. Und ja, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben und noch besser, lasst ein Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde. Dies war's sonst von mir für heute. Ich wünsche euch guten Schuss, bleibt gesund, euer Philipp von Kim & Korn. Bis bald.